Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu WoW. Weiter geht's. So, ich hab natürlich vergessen, Schiffe zu bauen, ne? Ja, deswegen machen wir jetzt einfach mal an. Zerstörer. Und schicken gleich ein neues Schiff auch noch auf die Reise. Transporter, Zerstörer, machen Transporter. Ne? Aber jetzt alle nicht, nee. Können wir gleich mehrere machen, oder? Hm? Nee, geht immer nur eins. Ja, weil wir wahrscheinlich auch nur eine Werft haben. Die Göttin schütze euch. Ich möchte ja auch immer nur ein Schiff auf einmal bauen, eine halbe Stunde, okay. So, dann wollen wir mal unsere Marine-Missionen gucken. Ne, da war die Marineausstattung, genau. Hier oben. Der ist der Gute. Ach, Fehl. Auch noch geschaltet. So, jetzt haben wir eine... kann der... Nur 95%, weil er zu schwach ist, oder was? Haben wir kein Level, oder? Hm, wie ist der Qualitätsstufen? Danach geht es. Okay. Haben wir dich noch? 100%. So, jetzt haben wir da... Zwei Schiffe, ein Schiff, aber Hammer. Könnte er nur, aber zu schwach, ne? 36%, ach, dann muss ich gar nicht. Nee, 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 kriegen wir nicht hin. Kriegen wir noch nicht hin, egal, fehlen ein paar. Ja, Typ, okay, gucken wir, was wir als nächstes bekommen. Für Schiffe, mal gucken. Haben wir schon ein erfolgreich besonders sein. Also müssen wir auf alle Fälle dann schaffen. 15 Marine-Missionen. Ja, wird ein bisschen dauern. Muss ich wohl doch nebenbei was machen. Gucken, jeden Tag einloggen und dann wohl doch mal machen. Okay, machen wir nebenbei hier unsere Missionen. Ne, hier. Hä? Meine ich doch hier. Hab ich doch gesagt. So. Gucken, was haben wir hier? Neun Stück. Oh, die wollen auch ein bisschen leveln. Dauert natürlich nicht, bis die aufsteigen, klar. Aber die müssen erstmal ja EP irgendwie bekommen, ne? Ah, 34. Gut, immerhin, immerhin. Ein Level up schon mal. Ja, dauert natürlich ein bisschen schon. Sag mal, drei Missionen mit 35% geschafft. Wow, 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 wow. Ja, die müssen schon ungefähr drei Missionen machen, um ein Level zu bekommen. Ungefähr. Zwei bis drei Missionen. Im Moment zumindest noch, ne? Ah, wenn sie XP bekommen, ne? Ah, diesmal gescheitert. 46%, aber hat auch EP bekommen. Von daher alles gut. Ja, natürlich sehr wenig, aber egal. 30. Ach du Kacke. Okay, okay, okay. Hier unten. Hm, kommst du. Du bist die Kleinste. Nimm mit. Nur ein paar Ressourcen, aber egal. Vom Level her passt das ja. Natürlich mit den Skills jetzt nicht unbedingt, ne? Aber egal, komm, machen wir einfach. 3, okay, das müssen viel. Das ist ein bisschen viel. Ja, ne, bringt glaube ich nicht so viel. Lassen wir mal. 2 können wir machen. 34, kommen wir die beiden. 34er. Auch noch zu wenig. Hm. Wollt ihr auch meinen? Mein Gott. Sorry. Ja. Ach komm, mach mal einfach. Ich glaube, sie kriegen irgendwie XP. Ein bisschen. Sind auch zwei. Da wahrscheinlich drei, ne? Genau, weil das längere ist. Da ist nur einer. Ach komm, ab. Passt sogar. Ja, Level. Nicht ganz so gut, aber egal. 8 Stück wieder, gut, weiter geht's. Haut rein.
So, holen wir noch ein paar Ressourcen. So. Wir haben noch einen Arbeitsauftrag aufgegeben, ne? Was für Alchemie, ne? Das hab ich auch mal gemacht. Genau, hier war das doch. Alchemie, genau. Magisches Zeug. Hier, magisches Feuer. Magisches Wasser. Ob wir es brauchen, keine Ahnung, egal. Ah, mal sammeln. So, ist auch mittlerweile schon lange fertig. Die Lederverarbeitung. The Tannery. Die Gerberei. Nee, mach, lassen wir jetzt. Oder was will er? Was will er denn? Mal gucken. Arbeitsauftrag Lederverarbeitung. Poliertes Leder. Könnte ich eigentlich ruhig machen für meinen Großen, ne? Hm. Auf dann. Was kann ich für euch tun? Nee, da braucht, glaube ich, anderes Leder. Keine Ahnung, weiß ich gar nicht mehr. Man sieht sich. Mögen eure Reise. Okay, machen wir mal. Arbeitsauftrag. Was kann ich für euch tun? Wir brauchen natürlich rohes Tierleder, weil ich natürlich jetzt nicht habe. Ah, super. Krimaschüttel müssen wir eigentlich doch. Oder? Ach nee, glaube ich nur, wenn er. Weiß jetzt gar nicht so genau, ob man auch so bekommt, oder nur, wenn man. Besser mal der Beruf. Mein Gott. Und jetzt ist es schon so doof. Kann man gar nicht sehen, ne? Kirschner, mein Gott, jetzt habe ich es. Kirschnerei, glaube ich, nur hat. Gibt man, glaube ich, auch nur das Leder, glaube ich, für. Oder wir kriegen auch schon so, teilweise von den Mobs. Das weiß ich gar nicht so genau. Finden wir raus. Finden wir raus, egal. Dann können wir nach Dalaran eben gehen. Machen wir das dann eben. Müssen wir schon mal weg haben. Fliegen wir kurz nach Dalaran. Machen wir da, ist mir dann die Mission fertig. Achso, ach, guck mal hier. Wo ist denn das Portal? Ist denn nirgendwo ein Portal? Es war mal eins hier, ja. Ich weiß keine Ahnung, wo das jetzt genau ist. Kann ich euch nicht genau sagen. Ach komm, fliegen wir hin. Ach, das zeigt ihr an. Ach, da hinten ist es. Ach, guck mal an. Ist eins neu gebaut hier. Ach, halt so. Auf mal selber ran. Dass wir die Quest schon mal fertig haben. Auch nicht verkehrt, ne? Hier waren wir ja schon mal. Oh, ist ein bisschen weit. Viel Zickzack laufen, deswegen fliegen wir kurz hin. Wahrscheinlich hier rein, ne? Oder wir ganz nach oben. Bringt den Teufelsversetzten Folianten zu Robert New Hilf. Wo ist der denn? Robert, wo bist du? Wo soll er denn sein? Hä? Ich soll doch nach Dalaran, nicht hier hin. Ach so! Ach! Nee, geht's ja nach Sturmwind. Hä? Was zeigt der denn an? Dalaran ist doch die Stadt eigentlich. Ja, jetzt wollen wir wohl hier rüber mit dem Portal nach Aschra. Ja. Da hätte man auch direkt hinfliegen können, ne? Schon, hier soll das wohl sein. Ist doch wieder woanders, oder nicht? Was zeigt ihr denn an? Legion war übrigens eine gute Erweiterung, wie ich finde. War gut. Da gab es auch die Weltbosse, die ist immer die großen Bosse, die man auch mal so gab. Ja, war zu Anfang von Legion. War nicht schlecht. Ja,
jetzt aber einmal weg. Ja, dahin. Dahin müssen wir. Ja, wir kommen auch noch später hin, deswegen müssen wir nicht alle hier machen hier. Ach. Halten jetzt nur auf. Nervt. Tschüss, weg mit dir. Das Orakel, ja, ja, ist ja gut. Komme ich auch direkt von Sturmwind eigentlich dahin? Eigentlich? Ist ein bisschen komisch, ey. Ich meine, ich komme dann nach Dalaran direkt auch von Sturmwind hin. Von Sturmwind nach Dalaran, so, mein Gott. Ist übrigens Gebiet alles hier, wie hoch ist das jetzt? Hier kann man gar nicht sehen, jetzt auf Anhieb, ne? Nö. Aber ich war ja auch schon gewesen, wie man sieht, ne? Ne, ist da oben. Ja, genau. Wollte schon sagen. Ist doch oben ganz hoch in der Luft. Genau. Ich war schon ein bisschen verwirrt. So, sind wir auch jetzt hier oben? Ja, hier rein. Nee. Doch. Na, Katka, der ist überall. Der ist überall vertreten. Da ist er doch, Robert Newhurst, oberster Kurator. Verfluchte Foliant. Für die Allianz. Seid vorsichtig. Und tschüss. Von meinem Heimatdorf gehört. Doch ich. Gul'dan, ihr elender Wurm! Lange habt ihr euren Platz in diesem Clan verschmäht. Heute entledigen wir uns eurer Schande ein für allemal. Bringen wir es hinter uns. Du, selbst jetzt reißt ihr mich noch. Genug. Ich versuchte ihm zu helfen, seinen Platz unter uns zu finden. Ich bin gescheitert, Gul'dan. Ich kann nichts mehr für euch tun. Doch wisst, dass ich immer Großes in euch gesehen habe. Sucht den Thron der Elemente auf. Vielleicht werdet ihr dort euer Schicksal finden. Fort mit euch, Krüppel! Ihr seid verbannt! Die Wüste wird euch lehren, was es heißt, ohne Volk zu sein. Seit meiner Kindheit brachte mir meine Entstellung nur Spott und Verachtung ein. Ich wusste, ich war für mehr bestimmt, als der Clan je zulassen würde. Und ich hasste sie dafür. Doch nach Monaten allein, verhungert, begann ich zu erwägen, ob der Schutz seines Clans nicht besser war als endlose Qual. Verbitterung, die mich mein Leben lang antrieb, verzehrte mich bis aufs Letzte. Schwach, sterbend, durchdrang der Rat des Schamanen die Kälte. Sucht den Thron der Elemente auf.
erniedrigt, gebrochen, war ich bereit, mich allem zu unterwerfen, was meine Qual zu beenden vermochte. Verschmähten mich. Doch in ihrer Abwesenheit flüsterten andere Stimmen. Sie kamen, um mir ein Geschenk zu machen. Zug sollte ich der Vorbote ihres Zorns werden. Gul'dan? Ihr wagt es zurückzukehren? Ihr werdet nie wieder zu eurem Volk gehören. Mein Volk. Ich habe kein Volk! Ich werde nie wieder für einen Platz in dieser Welt kriechen. Stattdessen erschaffe ich eine Welt, die vor mir kriecht. Dank euch habe ich mein Schicksal gefunden. Lebender hat je von meinem Heimatdorf gehört. Und so wird es bleiben. Ja, das war die Geschichte von Gul'dan. Jetzt zu dem wurde, was er ja ist, ne? Ja, war immer ganz interessant, oder? Ich muss kurz was nebenbei machen. Bin sofort wieder bei euch. Kleinen Moment. Muss mich bei Hivo Sivo kurz Training machen. Ja, wurde, glaube ich, aber auch ansatzweise, glaube ich, in einem Kinofilm damals auch ein bisschen behandelt. Ist schon ein bisschen länger her. Ich glaube, leider nur ein Teil von. Leider hat er nur mittig in China, glaube ich, nur großen Erfolg gehabt. Sonst eigentlich gar nicht auf der Welt. Was ein bisschen schade ist. Aber okay. War, glaube ich, auch, ging es auch um die Geschichte, glaube ich, von Gul'dan auch etwas. Ist schon lange her. Gut, dann vielleicht mal wieder gucken, ne? Ich hab da nur Pech beim Training. Mann, so. So. Schneefeuer, was möchtest du denn? Immer als Begleiter. Dalaran, ja, machen wir da mal. Dazu kommen gegen die Legion zurückzuschlagen. Weiten des Jägers. Nee, wollte ich noch nicht mal. Legion wollte ich noch nicht machen. Nee, wollte ich noch nicht. Eins am anderen, nicht alles durcheinander, nicht alles quer durch den Garten. Das mache ich nicht so gerne. Will ich Gebiet für Gebiet, also Add-on für Add-on. Eins am anderen. So, was haben wir noch? Sonst haben wir, glaube ich, erstmal alles fertig. Außer natürlich hier in der Kampagne, Dracheninseln. Das ist klar. Das ist logisch, ne? Aber sind wir noch lange nicht. Gehen wir wieder zurück zur Garnison.
ist ja hier Legion, andere Erweiterungen, die machen natürlich jetzt noch nicht. Sind ja im Dreh noch nicht fertig. Da ist noch eine ganze Ecke, dann habe ich gerade, jetzt haben wir glaube ich 3 Gebiete fertig. Glaube ich, ne? Mal gucken. Glaube ich 3, ne? Schattenmontal, Spitzen von Arak. Und Gorgrund war, glaube ich, jetzt gewesen. Genau. Eisendorf, Gorgrund. Ja, schon 4. Talador doch. Ne, Talan-Dschungel. 4 mal fertig. Talan-Dschungel haben wir soweit auch durch. Auch überall gewesen. Fehlt nur noch Talador. Kann man dieses machen? Nagrand und die Frostfeuer. Gerade da. Und Ashran. Ist Ashran, das habe ich. Genau, okay, ist auch. Frostfeuer gerade fängt man an, wenn man nachgesehen, wenn man mit Horde spielen. Da fängt man in Draenor. In Frostfeuergrad an, mit Allianz in Schattenmontal und mit Horde im Frostfeuergrad. Aber dauert ja noch. Dauert noch eine ganze Ecke. Erstmal jetzt hier mit Alicia komplett durchspielen, dann haben wir natürlich noch mit dem Horde-Char auch noch. Aber es dauert noch ein bisschen. So, dann würde ich sagen, jetzt haben wir erstmal alles so weit durch. Dann machen wir dort hier Talador. Das ist aber auch eine. Ach, sorry. Sorry, über keine Absicht. Hier. Auch Hindon. Die kenne ich doch auch noch. Gehen wir da noch eben hin. Ja, fliegen wir da noch hin. Fliegen wir nach Auchindon. Die ist, glaube ich, nicht ganz so groß, die Inni. Können wir die noch eben ja eben durchhauen. Dann machen wir als nächstes in Talador weiter. Ich mich doch ab und zu mal dann wegen der Marine-Mission mal wieder einloggen, Schiffe machen. Gucken, vielleicht auch andere Skills geben, also ausrüsten da. Gucken, dass wir irgendwann mal die 15 erfolgreiche Marine-Missionen fertig bekommen. Lederverarbeitung, ich meine, prächtiges Fell. Ich meine, kriegen wir glaube ich aber auch so von Mobs mit dem Tisch mit gewissen Chancen, ist klar. Ich meine ja. Aber müssen wir noch sehen. Wenn wir nicht bekommen, dann müssen wir es abbrechen. Fertig halt, ne? Weiß nicht mehr, was ich für Leder brauche für mein Main. Keine Ahnung. Das weiß ich gar nicht. So, fangen wir mal nach Auchindon. Dom, wenn man immer aussprechen möchte, keine Ahnung. Auchindon, keine Ahnung. Könnt ihr selber entscheiden, wie ihr es aussprechen möchtet. So, wo ist ein Eingang? Weiter drüben scheinbar. Das ist auch zu, ne? Kann man hier rein? Ja. Ja, jetzt nicht. Machen wir noch die Inni. So, hier müsste. Da ist doch der Eingang. Da ist er doch. Ja. Platz ohne Ende haben wir auch. Und dann gehen wir noch rein. Das ist eine normale Inni. Alle Instanz. Das ist die, genau. Wir sind wohl Terongor und Gul'dan zuvor gekommen. Nyami verstärkt die Verteidigung gegen den Angriff. Folgt mir, wir erstatten ihr Bericht. Die ist nicht groß, ne? Das ist auch schon alles, wenn ich mich recht entsinne. Mehr ist es nicht. Auch nur die 4 Bosse. Man kann aber nicht sofort anfangen überall hin. Ihr seid einer der ersten Außenseiter, die auch in Dun von innen sehen. Auch in Dun, okay. Also nämlich diese Schranken, da drüben nämlich auch. Merkwürdig. Warum ist die Tür versiegelt? Egal. Gehen wir weiter. Oh, man muss sie praktisch begleiten. Die ehrwürdigen Verteidiger und Exarchen, allesamt Helden, ihre Seelen sind hier noch bei uns.
Nyami, wir sind da. Was ist das? Oh nein, nein! Ja, Tulani, jetzt versteht ihr. Eure Bemühungen waren tapfer. Ich hätte nicht gedacht, dass die Anachoreten die Verteidigung mit nur einem Kristall aufrechterhalten können. Aber nichts wird meinen Plan stoppen. Oder den meiner Meister. Alles, was uns im Weg steht. Ihr müsst sie aufhalten. Seid ihr, Tulani, und eure lästigen Lakaien. Jetzt geht praktisch erstmal die Inni los. So, jetzt muss ich alle aus dem Weg räumen. Ich muss ein bisschen her, wo ich das mal. Ich habe, glaube ich, auch das einmal komplett durchgemacht, alleine auch. Es ist soweit. Ist es nicht ironisch, dass eines meiner Werkzeuge die anderen beseitigt? Protektor, vernichte diese Eindringlinge! Niemand überlebt einen Angriff auf die Auchenei. Katar, der Wachsame. Und Schluss bei der erste Bus. Sie ist entkommen. Die Verteidigung. Sie hatte Hilfe. So viele unseres Ordens waren korrupt. Ich versammle hier alle, die noch treu sind und beschütze sie. Bitte geht und beendet diesen Wahnsinn. Ja, machen wir doch, ne? Jetzt greifen mich teilweise hier unten ihr uns jetzt an. Nicht alle, wie ihr seht, ne? Jetzt geht praktisch erstmal die Inni hier los. Ist wie gesagt nicht groß. Haben wir schnell durch. Nur den Anfang müssen wir erstmal haben. Dann ist der Rest nicht so das Problem. In der Mitte können wir müssen wir erst da drüben rein. Ach, war schon die zweite. Seelenbinderin Niami. Müssen wir, glaube ich, erst hier rein, ne? Glaube ich. Sichert diese Kammer. Oder doch in der Mitte. Ich weiß nicht mehr so genau. Eine von den beiden müssen wir jetzt ein Loch hier in der Mitte. Barriere ist durchbrochen. Mach weg. Da. Eine böse Macht ist in diese heiligen Kammern eingedrungen. Kundschaftet die Lage aus, während wir hier Fuß fassen. Ja, will ich ja. Mach weg. Ah, siehst du, meine ich doch. Müssen wir erst drüben rein? Also rechts, im rechten Flügel? Meine ich doch. So. Ja, ihr beiden auch. Die beiden Hampelmänner. So, weiter. Nein, ihr seid keine Rumpelstilzchen. Nein, 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 nein. Auch wenn ihr es gerne hättet. Oder wärt. So, weg, weg, weg. Weg mit euch, Ungeziefer. Ihr müsst jetzt der Asakel gleich kommen. Der nächste Boss. Ich lasse mal alles aus dem Weg räumen hier. Weg, 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 weg. Ist im Grunde genommen immer dasselbe. Sich in das Werk der Legion einzumischen. Oh ja. Komm her, Asakel. Hier bin ich. Kuckuck. Bolzenschleuder. Wer hätte gedacht, dass die Drenai solch köstliche Schätze in ihrem Tempel hüten?
wagt es, mich herauszufordern, Verteidiger von Aurindon? Schwächlinge. Dekadenz. Es wird alles brennen. Gul'dan, ihr Narr. Diese Gabe. Viel mehr, als ihr je ahnen konntet. Lang habe ich gewartet, danach gelächzt, mehr zu sein. Und jetzt werden sich alle vor mir verneigen. So, das war das. Müssen wir erstmal wieder praktisch zurücklaufen. Hier ist jetzt nichts mehr, genau. Ja, muss wieder hier viel laufen. Aber kennen wir ja, ne? Ist ja nichts Neues. Oh, ein Loch. Das war ich aber nicht. Noch eins. Oder will ja einer Golf spielen? Ja, wer das Loch noch nicht trifft, ne? Im Golf oder Minigolf, da kann man, glaube ich, noch jetzt in die Mitte, glaube ich, noch nicht rein. Kann man, glaube ich, auch so gar nicht ohne weiteres hin. Wenn ich recht im Sinne. Also auf die mittlere Plattform. Ich meine, wir müssen ja über ein Portal. Ich nehme da die Portale erstmal machen. Nämlich recht im Sinne. Ja, viel laufen. Komm. Kann man leider kein Reittier benutzen. Leider nicht. Manchmal ja. Aber es ist eher selten. Meistens muss man alles zu Fuß laufen. So. So, hierüber kommen wir nämlich rauf auf die Plattform. Ich habe kein Ziel. So, müssen wir die nämlich erstmal alle hier beseitigen. Dass man das auch für ein Transportsystem ist, egal. So. Zwei sind noch, wie man sieht. So, da war es noch einer. Müsste es noch sein, oder? Wo fliegt er hin? Zickzackkurs? Ja. Ne, hat wohl schon gereicht. Ach so, der war okay. Ja, nach Tirangor. Hallo, Thierry. Juhu. Zu Lebzeiten habt ihr Dämonen bekämpft. Im Tod sollt ihr sie mehr. Ich brauche. Du brauchst einen Fallschirm, ganz einfach. Nee, ich guck nicht nach. Das war nicht annähernd genug als Dank. Aber es ist, was wir geben können. So, mit Hammer. Irgendwie fertig. Kann man hier rüber raus? Nee, ne? Jetzt können wir neu aufbauen. Wir müssen neu aufbauen. Unsere Seelen werden nie der Region gehören. Wahre Worte. Mehr getan, als ihr ahnt. Unser Volk kann euch nicht genug danken. Oh, fertig. Kann ich endlich abbauen hier? Kann man hier rüber raus? Wie konnte ich nochmal zurück? Muss ich mit ihr sprechen? Nee, wo war das Portal nochmal, wenn man wieder abhauen konnte? Das ist eine Kiste. Rostchen da. Auch nein. Komme ich jetzt? Nö. Komme ich jetzt nochmal hier raus? Muss ich raus sterben? Nee.
können wir jetzt. Das ist natürlich das Problem, wenn man alleine spielt, ne? In der Gruppe wäre es natürlich einfacher, klar, aber so kommen wir jetzt wohl nicht mehr raus. Hier komischerweise auch nicht. Ne. Kann nichts machen, schade. Mitte auch nicht. Ne, kein so ein Seelentransporter wäre natürlich jetzt hier nicht schlecht, aber ist das scheinbar nicht vorne. Müssen wir also irgendwie gucken, dass wir irgendwie trotzdem irgendwie anders rauskommen. Ach, da ist ja einer. Da ist er doch. Ah, ein bisschen versteckt. So, da kommen wir wieder raus. So. Haben wir auch den Don auch fertig. Ist hier in Talador nur die einzigste Instanz, aber egal. Haben wir das auch schon mal durch, schon mal fertig, ne? Da können wir uns dann in der nächsten Folge um die ersten Quests kümmern. Haben wir viel erlebt. Eine Instanz, Geschichte von Gul'dan, neues Schiff gebaut. Wow, wow, wow. Nicht schlecht die Folge, nicht schlecht, nicht schlecht. Ignorieren. Ja. Mal gucken. Ja, mehr sind ja nicht. Also können wir in der nächsten Folge die 3 Bonusziele erstmal machen. 3 sind hier, genau. Mehr machen sind ja nicht. Machen wir in der nächsten Folge erstmal die 3 Bonusziele, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge zu WoW in Talador. Bis dahin, schön mit Öl.